Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar wollte ich heute mal den Bike-Cleaner von Makhoff ausprobieren. Ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Da hinten ist die Hauptstraße, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Und die Kette, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Video jetzt schon eingeblendet habe, aber die Kette und das Kettenblatt habe ich schon sauber gemacht zu Hause. Wenn nicht, dann blende ich es euch jetzt vielleicht ein, je nachdem, wie es jetzt im Schnitt geworden ist. Und zwar machen wir erstmal die Kette sauber, hinten das Ritzel, vorne das Ritzel so ein bisschen vom Öl befreien oder vom alten Öl. Und ja, wir sind hier gerade in meinem nicht aufgeräumten Keller, wo ein paar Moped-Teile sind, ein paar Autoteile. Ach, der ein oder andere weiß wahrscheinlich, wie das so ist in so einem Keller. Ja, danach gehen wir nachher mal raus und probieren hier diesen Bike-Reiniger vom Makhoff. Muss dazu sagen, hier steht jetzt Motorradreiniger. Bestellt war eigentlich ein Bike-Cleaner, also für Fahrräder. Laut Lieferschein ist das aber ein und derselbe. Ja, wohin, erstmal was abgefallen. Wir schauen nachher mal, wie das so ist. Hab das noch nie gemacht, bis jetzt immer nur mit Wasser. Vielleicht auch mit so ein bisschen Spüli oder so ein bisschen Autoshampoo. Aber ja, wir werden jetzt gleich mal sehen. Wir machen jetzt erstmal die Kette sauber. So, dafür würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier so Einweghandschuhe anzuziehen. Damit ihr diesen Kettenreiniger oder wie ich nehme heute Bremsenreiniger dafür. Einfach weil ich keinen Kettenreiniger mehr habe. Die Kette auch schon etwas älter ist. Und ich zeige jetzt mal nicht die Marke. Wahrscheinlich blende ich hier irgendwo noch Werbung ein. Und ja, wir nehmen uns hier ein, zwei alte Tücher. Erstmal eins. Zweites kann man schon mal hier rausnehmen. Ich benutze die auch öfters mal. Also immer wieder mal. So, deshalb sehen die auch so aus. Weil, ja, keine Ahnung, das nasse Zeug trocknet irgendwann da drauf. Und dann kann man das ja immer noch mal benutzen. So muss man nicht jedes Mal nach jeder Benutzung ein neues nehmen. Wenn ihr das mit Bremsenreiniger macht, so wie ich jetzt, also habe ich jetzt so, es klingt ja jetzt doof, aber man sprüht und sprüht und atmet diese ganze Scheiße ein und dann schmeckt man das den ganzen Tag noch über. Ich weiß nicht, das riecht zwar an für sich geil, ich mag den Geruch, aber irgendwie ist das trotzdem ein bisschen scheiße. Lohnt sich hier und da mal so eine Maske aufzuziehen. Ich habe jetzt keine an, aber ja. Gut, ich gehe dann wie folgt vor. Ich hoffe, man sieht das auch alles. Ich sprühe hier so ein bisschen ein, halt das fest und drehe die Kette. Ich sprühe noch mal ein bisschen, drehe noch mal die Kette. Ich drücke dann auch gut zu, also hier so feste oder hier so. Also ich wechsle das immer mal. Na, jetzt packe ich so oben zwischen, jetzt zur Seite. Dann ruhig noch mal sprühen. Man sieht schon, dass das so ein bisschen mehr glänzt jetzt auch. Erstmal so das ganze Grobe, dann drehe ich den ganzen Hasen hier mal. Und dann nochmal immer so ein bisschen drauf achten, dass nicht zu viel aus Gummi kommt, weil gerade Bremsenreiniger macht so die ganzen Gummis ein bisschen porös. Ne? Ich würde es auch nicht bei neuen Ketten empfehlen, dann wirklich lieber Kettenreiniger nehmen. Aber wie gesagt, hier ist jetzt noch nichts passiert. Und wenn man da ein bisschen mit aufpasst, dann geht das auch eigentlich ganz gut. Und man darf nicht vergessen, wir waschen nachher noch mit dem Zeug und spüren nochmal alles mit Wasser. Da werden wir dann die ganzen Reste noch rausholen. So, jetzt kommen wir mal hier zu dem Umwerfer. Da klebt er immer so ein dicker Fetzen. Da gehe ich dann auch hier meistens rein mit dem Finger. Mit dem Finger gehe ich dann ins Arschloch lang. Halt so schön gegen auf beiden Seiten. Und dann, wie man jetzt hier am Tuch sieht, habe ich die ganze Scheiße hier jetzt schön dran. Ne? Und hier auch mal rückpacken. Ein bisschen drehen. Ein, zweimal sprühen. So, dann passt das auch schon ganz gut. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das wird. Das ist jetzt mein erstes Tutorial oder wie man das auch nennen mag. So, ich dachte einfach, vielleicht interessiert es den einen oder anderen.
wie ich das so mache, oder einer hat vielleicht keine Ahnung und wüsste gern, wie das am besten funktioniert. So, jetzt nehme ich zum Beispiel einen neuen Lappen, den legen wir einfach hier hin, kann schön trocknen. Und jetzt kommen wir hier zu dem Ritzel. Da decke ich hier unten ein bisschen ab, weil die meiste Scheiße wird jetzt nach unten fliegen. Ja, schön hier so einmal durchzwirbeln. Kann man Döschen hier wegtun. So. So zum Beispiel. Und dann kann man sich jetzt auch noch einen Lappen nehmen. Oder hier das Teil nehme ich auch sehr gerne mal. Aber ich glaube, ich nehme noch einen Lappen. Um dann noch so ein bisschen gegenhalten zu können. So, den legen wir erstmal hier auf meinen guten alten Roller. Oh ja. Und ja. Mal hier ein bisschen vor sich hinten schön gegenhalten hier hinter, damit nicht zu viel auf die andere Seite fliegt. Jetzt sieht man schon, wie das anfängt da zu glänzen, hier im Vergleich hier zu da. Wie gesagt, picobello muss jetzt auch nicht. Ich mache das auch nicht so oft. Ne? Ja, moin, hat mir erstmal runtergefallen. Beste Tutorial EU West. Ja. Mal ganz vorsichtig. Ja, der tropft schon so ein bisschen runter. Mal den Lappen, wie gesagt, hier schön halten. Mal vorsichtig drehen. Hier sieht man schon die ganze dicke Schmiere. Das kann man ruhig irgendwann mal wegmachen. Auch ganz wichtig, Schutzbrille tragen. Weil wenn da mal so ein Klecks ins Auge kommt, ist das immer ziemlich uncool. Ja, mal lieber uncool aussehen mit einer Schutzbrille, als nachher halb blind zu sein. Und ja, jetzt geht's ran an den Bike Cleaner. Zeige ich euch gerade nochmal, habe ich auch eben nochmal in dem Video gezeigt, also in dem Einschnitt, wenn ich euch den gezeigt habe. Und zwar ist das genau der hier. Ist auch noch komplett verschlossen. Ist jetzt mein erstes Mal, dass ich den ausprobiere. Ist auch keine bezahlte Werbung so. Wahrscheinlich werde ich aber trotzdem oben irgendwo Werbung einblenden. Einfach um keine Anzeige zu kassieren, ihr wisst Bescheid. Okay. Auf jeden Fall dafür. Noni! Vorbereitung, Digga. Der Pfandkasten der Vergeltung. Ja, da gibt es erstmal ein Stößchen drauf. Heute ist so heiß, wir haben Freitag heute. Also der letzte Freitag im Juli. Ich hoffe, dass der Akku hält. Weil ich habe gerade gesehen, habe die anderen Akkus zu Hause. Also laut Anleitung soll man. Jetzt erstmal das Fahrrad anfeuchten und den groben Dreck schon mal entfernen. Deshalb machen wir das jetzt einfach mal hier schön mit einem Schlauch. Ist jetzt auch nicht zu viel Wasserdruck drauf. Kann den auch hier irgendwo umstellen. Ja, das sieht auch hier schön aus. Einfach mal hier alles ein bisschen anfeuchten. Wird jetzt mal hier auf den Kopf gestellt, das Fahrrad. Ja, ich hoffe echt, dass der Akku hält. Der hat jetzt noch 20% auf der GoPro. Und manchmal geht das echt schnell weg. Ne? Oh yeah! Ich bin ja echt mal gespannt. Grobe Dreck kann man hier vielleicht so schon mal mit dem Finger lösen. Oh, ist ja noch verschlossen hier oben. Huch. Ja, riechen tut schon mal relativ neutral, würde ich jetzt behaupten. Ja, ich denke mal, das Gebogene muss nach unten. So, da haben wir auch schon die Flasche ready. Ein paar Mal pumpen, natürlich hier auch auf Anstellen. Ah, ja, da bin ich ja mal gespannt. Da sprühen wir das jetzt mal ein bisschen ein hier. Bloß nicht zu sparsam damit umgehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil ich meine, wie oft macht man das jetzt hier mit so einem Reiniger? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Ende der Saison ein, zwei Mal so, wenn das Wetter nicht mehr so geil ist. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Auch wie ihr das so dieses Tutorial jetzt findet, weil ja, das ist echt nicht so meins irgendwie. Aber es ist wahrscheinlich auch alles Übungssache so. Jetzt zum ersten Mal so ein Tutorial. Ja,
Also ich sprühe jetzt hier den Reifen auch ziemlich gut ein, weil ich weiß nicht, irgendwie mag ich das einfach, wenn auch die Reifen immer schön sauber sind. Weil das sieht nachher, wenn man das Fahrrad gewaschen hat, einfach geil aus. So, alles ist schön sauber. Auch der Reifen glänzt, sieht alles so aus wie neu. Kann man ruhig mal immer alles ein bisschen pflegen. Dann hat man da auch lange Freude mit. Ist jetzt natürlich nicht so geil, dass ich jetzt hier keinen Bikeständer habe. Weil ich jetzt oben ans Oberrohr nicht mehr dran komme. Aber ich kann das Fahrrad ja auch nachher einfach zur Seite legen. Wahrscheinlich kommentiere ich hier schon um meine Mutters Vergangenheit. Akku schon längst leer. Kamera nimmt gar nichts mehr auf. Richtig geil. Ja, ich denke, das ist jetzt hier mal großzügig genug. Kennt ihr das? Ihr wollt aufhören und dann, ach ja, komm, hier kann man noch einen Spritzer, hier kann man noch einen Spritzer hinmachen. Ach, wer kennt's nicht? So, jetzt sprühe ich gerade mal kurz die Flasche ab. Kann jetzt schön trocknen. Kann man die Hände noch ein bisschen. So. Ja, wir lassen das jetzt mal 5-6 Minuten einwirken. Oder ich glaube 3-5 Minuten stand drauf. Also quasi Kippenlänge, Schluck Energy. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim Abspritzen. Ja, habt ihr richtig gehört. Geil, wa? Die 5 Minuten sind jetzt ungefähr rum. Ist jetzt auch gut eingezogen. Also ist jetzt nicht mehr so schaumig. Wir sprühen das Fahrrad jetzt mal ab. Also befreien das von dem Reiniger. Und schauen uns dann auf jeden Fall mal das Endergebnis an. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Also hier und da sieht man schon, wie der Dreck runterkommt. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt gerade mal die Kamera in der Hand. Ich schneide mir die aber gleich mal wieder auf den Kopf. Dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Und sieht vielleicht auch für euch besser aus. Mal schauen, gerade mal so grob hier drüber. Ich will mir mal gerade das Unterrohr angucken. Weil da ist ja so eigentlich die meiste Verschmutzung. Habe jetzt auch einen ganz schwachen Strahl hier eingestellt. Gerade mal schauen. Ja, aber es sieht ganz gut aus eigentlich. Gut, hier und da sind mal noch so ein paar. Aber hier schön sauber machen. Boah, hoffentlich habe ich jetzt keine Wasserflecken auf der Kamera. Ich bin auch so ein Dulli manchmal, ne? Ohne Witz. Mal gerade den Strahl ein bisschen stärker. Ja, aber sieht bis jetzt, finde ich, gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ich hoffe einfach, dass das Video cool wird und vielleicht dem einen oder anderen hilft. Ja, hier machen wir mal ein bisschen weniger Druck, damit da kein Wasser reinkommt. Aber doch, sieht echt gut aus. So, jetzt stellen wir das mal kurz noch mal auf den Kopf. Das Fahrrad ist jetzt soweit halbwegs trocken. Die Kamera ist nur zwischendurch mal zu heiß geworden. Ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen, weil die ist eben schon ein, zwei Mal ausgegangen. Und ja, die grüllen jetzt gerade ein paar, die machen da irgendwie eine Party. Ja, soll uns nicht stören. Gucken wir uns jetzt mal das Ergebnis an. Ich hatte eben zwar gesagt, bin top zufrieden, aber jetzt so im Nachhinein, wenn man jetzt mal genau hinguckt, hat man hier überall so Wasserflecken jetzt. Ich meine, klar, ist rein, eigentlich ist es selbstverständlich so, wenn man es nicht trocken wischt, dass man dann so Wasserflecken hat. Aber vorhin sah es halt echt baba aus und jetzt sieht es immer noch gut aus. Also der meiste Dreck, der ist weggegangen. Deshalb bin ich auch eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis und generell auch mit dem Reiniger. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, so was ihr benutzt. Und auch mal ein Feedback wäre cool, weil habe ich schon zum 38.000 Mal gesagt, ist jetzt so mein erstes Tutorial, so wie ich was teste und erkläre und so weiter. Und ja, das ist halt echt, wenn man das noch nie gemacht hat, mega schwer.
Und ich weiß halt auch jetzt nicht, wie das ankommen wird, ob ich es überhaupt hochladen werde, wenn ich es mir nachher im Schnitt angucke und es ist irgendwie mega scheiße, weil die Kamera blöd stand oder die falsch ausgerichtet war, man doch zu wenig gesehen hat oder ich einfach nur Bullshit gelabert habe. So, da würde mich auf jeden Fall mal so eure Meinung interessieren. Also ich lade das Video am Samstag hoch, heute ist Freitag, der letzte Freitag quasi im Juli. Und morgen gehe ich Fahrrad fahren und übermorgen auch, also am Sonntag. Und da werden auf jeden Fall dann wieder normale Videos kommen. Wahrscheinlich so Bikepark Endbach wollte ich mal ausprobieren. Und dann nochmal die Jungs von Brother of Trail besuchen. Die haben da ein paar geile Sachen sich gebaut. Und ja, das ist doch gute Schätzchen. Also jetzt geht es eigentlich so von dem Wasserfleck. Ich bin eben nochmal mit einem nassen Lappen drüber gegangen. Also Ergebnis finde ich im Großen und Ganzen eigentlich echt in Ordnung. Und ja, wie gesagt, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.